Willkommen zum Profiltalk. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Diesmal mit seinem besonderen Blick auf die Polizei, wie diese in den letzten Jahren richtig aufmagaziniert hat. Im Studio dazu Journalistin Edith Meinhardt und Profilherausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr da seid. Edith, ich starte mit dir. Inwiefern schaut ihr denn auf das Waffenlager, wenn man es so nennen kann, der Polizei? Wir waren vor 2 Wochen bei der Wiener Sondereinheit Wega und haben uns angeschaut, was die so an Waffen, an Ausrüstung, an ballistischen Helmen, Westen, Taser, Pfefferspray, Einsatzstöcken zur Verfügung hat. Die Polizei prägt im Moment sehr das Stadtbild wegen der Demos, hat aber insgesamt in den vergangenen Jahrzehnten sehr, sehr aufgerüstet. Was wir alle nicht mehr wissen, ist, dass zum Beispiel die Uniform bis in die 80er Jahre eigentlich eher wie eine elegante Ausgehuniform ausgeschaut hat und alle Gegenstände innen getragen wurden, auch die Waffen, um Bürgernähe zu demonstrieren. Da sind wir jetzt in der Zwischenzeit wirklich beim Gegenteil angelangt. Also der deutsche Polizeiforscher sagt, dass die ganz normalen Streifenpolizisten außen am Gürtel eine ganze Batterie von Schmerzzufügungsgerätschaften hängen haben. Ist das ein abschreckendes, soll das eine abschreckende Wirkung haben oder warum ist diese Entwicklung so in diese Richtung? Aus der Sicht der Polizei geht es um Schutz. Sie sagt, die Gesellschaft hat sich verändert, der Respekt hat abgenommen, die Messerangriffe sind mehr geworden. Das legitimiert aus ihrer Sicht, dass zum Beispiel alle Streifenpolizisten mit sogenannten Stichschutzgelees ausgestattet sind. Das verändert jetzt schon einmal optisch das Stadtbild sehr Richtung martialisch, weil die Sondereinheiten kriegen ja normale Bürger nicht so zu Gesicht oder die Wasserwerfer sieht man auch kaum aus der Nähe, aber die normalen Streifenpolizisten noch dazu, wenn sie dann in Sechserformationen herumgehen oder nur mit dem Auto fahren, schon. Und ich glaube, man kann diese Sichtweise jetzt einmal einfach so stehen lassen. Das ist die Sichtweise der Polizei. Man kann sie aber, wie es deutsche Polizeiforscher durchaus machen, auch kritisieren oder problematisieren und sagen, das ist zum Teil auch ein scheinbares Sicherheitsgefühl, das damit für die Polizisten entsteht. Aber Demonstrationen und Terror, verlangt das nicht nach einem Aufrüsten der Polizei, möchte man meinen? Sicherlich, das ist ja der Grund, warum wir jetzt diese Geschichte machen und hier einen objektiven Blick auf die Notwendigkeiten, von denen du gerade sprichst, eingehen, die Edith auch genannt hat, jetzt natürlich gerade mit Corona. Ich hatte gerade 2 Assoziationen, als die Edith das erzählt hat. Einerseits war ich in den späten 70er Jahren Austauschschüler in den Vereinigten Staaten und erinnere mich jetzt gerade zum ersten Mal wieder daran, dass mich ein Bekannter, der dort Polizist war, in einem Streifenwagen durch die, sagen wir mal, schwierigeren Gegenden jenes Orts in North Carolina geschickt hat. Und damals, weil du gesagt hast, martialisch, die amerikanischen Polizisten waren damals natürlich schon ganz anders ausgerüstet, martialisch abschreckend. Kein Wunder in einem Land, wo Waffen tragen für die Zivilbevölkerung und immer normal war und die Kriminalität wesentlich stärker war. Also da wurden Waffen nach außen getragen, Patronengurt, das Schrotgewehr, viel, viel früher. Umgekehrt, ich bin am Land aufgewachsen, im Salzkammergut, in einer kleinen Gemeinde. Und das ist das andere Spektrum. Dort ist der Polizist, damals natürlich auch noch der Gendarm, wirklich Freund und Helfer und schlichtet und ist eine Vertrauensperson und würde niemals sofort mit Waffengewalt und mit der vollen Härte des Gesetzes auch in der Frage, was kann man im Ermessensspielraum eigentlich tun, in eine Auseinandersetzung hineingehen, sondern man versucht erst zu schlichten. Aber das sind so 2 Pole, die ich gerade als Assoziation hatte, als die Edith von der Notwendigkeit des martialischen Auftritts zum Beispiel bei Corona-Demonstrationen gesprochen hat. Aber eben dieser martialische Auftritt der Polizei mittlerweile sollte ja zum Sicherheitsgefühl bei den Menschen auch beitragen. Aber kann das nicht auch ins Gegenteil ausschlagen, dass man sich unsicherer fühlt, weil man eben die Polizei so massiv auftreten sieht? Klar, also was das Stadtbild betrifft, sind die Stichschutz Westen eher für ein Signal, dass man da eigentlich nicht mehr so sicher ist wie früher, weil darauf war ja Wien immer sehr stolz, auf die niedrige Kriminalitätsrate und dass man eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit in jeder Ecke der Stadt spazieren kann. Ich glaube, man muss bei dieser Geschichte schon unterscheiden zwischen den Sondereinheiten und der normalen Polizei.
die, wie gesagt, das Stadtbild sehr prägt. Die Sondereinheiten sind ja auch gewissermaßen die Spezialisten für besonders schwierige Lagen. Das hat man jetzt beim Terroranschlag gesehen, das gilt auch für Amokläufe oder irgendwelche Zugriffe auf bewaffnete Gewalttäter. Die brauchen natürlich die Ausrüstung tatsächlich, die sei ihnen auch gegönnt, nur die sagen auch selbst, die Ausrüstung ohne Ausbildung, ohne Taktik, ohne die, also und wirklich auch, wie sie nennen das, Muscle Memory, ein Training, dass jeder Handgriff in Fleisch und Blut übergeht, ist das eher gefährlich als nützlich. Also die schlimmsten Polizeiexzesse und Unfälle passieren eigentlich immer in der Überforderung. Und es gab jetzt vor kurzem zum Beispiel den Schusswechsel oder den Schusswaffengebrauch eines Vega-Polizisten gegenüber einer 67-jährigen, mutmaßlich psychotischen Frau in Wien. Da sagen Polizeikenner eigentlich erstaunlich, dass das der Vega passiert, weil die ist eigentlich genau für solche Lagen sehr gut geschult und die hat eigentlich da immer noch Spielraum, wo ein normaler Streifenpolizist, einfach weil er nicht so viel Training hat, schneller in eine überfordernde Situation kommt. Beim Terroranschlag in Wien vor mittlerweile einigen Monaten hat man das ja auch irgendwie gesehen. Da waren zunächst Streifenpolizisten, die in einer Situation waren, die die noch nie erlebt haben. Die haben Schießtraining, aber nicht sehr viel und mussten plötzlich mit ihrer Dienstwaffe schießen. Ich glaube, einer der Polizisten ist auch getötet worden, jedenfalls angeschossen, weiß nicht. Im November? Ja. Nein, er hat überlebt. Er hat einen Schuss in den Oberschenkel. Und dann kam die Vega, die mit dem Ganzen sehr schnell, zufällig, aus verschiedenen Gründen, zufällig auch, weil die Polizeikaserne oder die Vega-Kaserne in der Nähe war, die damit ganz anders umgehen konnte. Uns ist es wichtig bei dieser Geschichte, zu versuchen einzuordnen, was ist ein Polizist, in welcher physischen und psychischen Situation befindet er sich. Und gerade das Profil, anders als, sagen wir so, manche Chronikredaktion in Tageszeitungen, gerade das Profil ist nun nicht bekannt dafür, dass wir jetzt polizeiunkritisch werden. Wir haben auch stark berichtet, immer wieder darüber, wohin Polizisten in einem wesentlich höheren Ausmaß politisch tendieren, nämlich zur FPÖ. Dennoch, man muss verstehen, in welcher Situation diese Polizisten sind, um zu verstehen, was die Korrelation ist. Wahrscheinlich vor 20 Jahren hätten manche Journalistinnen auch beim Profil noch gefragt, warum schießt ein Polizist, wenn er mal schießt? Das ist ja eine unglaublich schwierige Entscheidung. Ist es notwendig, so wie du gerade sagst, und auch für den Polizisten persönlich, weil der kommt schnell nach in einen wirklich kriminellen Tatbestand hinein. Tötung bis zum Mord. Jedenfalls die Zeiten, als wir gefordert hätten, warum hat der nicht ins Knie geschossen oder warum hat der zweimal geschossen? Also diese Zeiten sind vorbei. Dieses Verständnis versuchen wir da irgendwie aufzubringen, unabhängig davon, dass wir natürlich schon wissen, dass Polizei, Spezialeinheiten auch dazu tendieren könnten, manchmal in der Überforderung, aber auch in ihrer Grundkonstitution, eine möglicherweise zu martialische Herangehensweise zu haben. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Ja, ich muss sagen, dass bei den, absolut, ja, aber bei den Recherchen war ich schon überrascht, wie reflektiert der Kommandant der Vega und auch sein Führungskader ist. Und ich glaube, was die Vega jetzt schon auch auszeichnet, ist, dass sie relativ viel Street-Credibility hat, weil die Beamten ja auch mit Streifenwegen in der Stadt ständig herum sind. Und was sie selbst sagen, das genauso wichtig ist, ist eigentlich ein Einsatzmittel, das unsichtbar ist, nämlich, dass man das Gegenüber lesen kann, den Hausmeister mit dem jugoslawischen Hintergrund und den Taxifahrer und das Schulkind und die, also dass man den Fußballhooligan, dass man die Stadtbewohner einfach einordnen auch kann. Und das ist natürlich für eine Einheit, die in der Stadt viel unterwegs ist, leichter wie für Einheiten, die ganz abgeschlossen im Aufenthaltsraum nur warten, dass irgendwas passiert und dann ausrücken. Ihr habt auch ein Interview geführt mit dem Innenminister, mit Karl Nehammer. Was sagt er dazu? Oder was kommt da raus? Ich hatte einen sehr speziellen Eindruck bei diesem Interview. Vielleicht ist es auch spannend. Der Karl Nehammer war ja als Generalsekretär seiner Partei von manchen dafür kritisiert worden, dass er eigentlich zu weich ist für diesen Job des Generalsekretärs, das zu scharf machen. Und interessanterweise bei dem Interview hatte ich den Eindruck, dass er
dass er sich nicht ganz, ganz wohl fühlt in der Rolle des Scharfmachers, wenn er über die Polizei spricht. Ein sehr, sehr spezifischer Eindruck. Natürlich kippt er dann immer wieder in die Stehsätze hinein, wo er beschreibt, was die Polizei tun muss und wo er auch sagt, was für eine Situation die Polizei ist. Aber wenn man ihn da psychologisch lesen will, das fand ich ganz spannend und vielleicht wenn unsere Leserinnen das auch daraufhin abtesten, dass so zwischen den Zeilen man schon irgendwie merkt, das ist jetzt nicht der eigentlich der brutale Cop, der an der Spitze der Polizei steht, sondern da menschelt es in einem weichen Sinn überraschend viel für einen knallharten Innenminister. Also ist er sehr reflektiert. Er ist emotional in zwischen den Zeilen und zwischen diesen Stehsätzen, die man kennt bei Politikern, und den Absätzen, die man wieder gehört hat. Dazwischen kommt was rüber, was er vermutlich gar nicht unbedingt vermitteln will. Aber wenn man lang genug Journalist ist, sieht, hört man es. Und vor allem, wenn Journalistinnen so ein Interview führen, können die das natürlich dann schon auch ganz gut herausarbeiten. Nochmal zurück zum Aufrüsten der letzten Jahre eben bei der Polizei als Abschlussfrage, Edith. Was macht denn das auch für die Taktik bei der Polizei, wenn die jetzt mit 25 bis 30 Kilo angepackt sind, sage ich mal, an Ausrüstung? Und was macht das auch mental mit den Polizisten? Da sind wir jetzt wieder bei den Sondereinheiten, weil die haben dieses schwere Zeug dann in schwierigen Lagen am Leib. Bei der Taktik gibt es einen großen Widerspruch zwischen Bewegungsfreiheit und Schutz. Also der quasi ballistische Helm, State of the Art bei der Vega, hat jetzt, wenn man ihn mit Nachtsichtgerät und Helmkamera und Licht aufrüstet, 6 Kilo. Und mein Kollege, der Michael Nikbasch und ich, haben den aufgesetzt und die Empfehlung nicht wahrgenommen, mal damit unter einen Tisch zu schauen, weil die Vega-Beamten haben uns schon gesagt, da kann man auch umfallen und dann vielleicht nicht mehr allein aufkommen. Also das ist, je geschützter man ist, desto weniger kann man auch damit laufen. Und ich glaube, wenn man jetzt die Sondereinheitspolizisten sieht, die sind ja auch körperlich meistens sehr trainiert, aber der Taktikausbilder sagt, es ist genauso wichtig, diese mentale Fähigkeit über lange Zeit diesen Schmerz auszuhalten, dass das einfach nicht schwer ist und drückt und wehtut auch. In diesem Sinne ist diese Geschichte auch eine Gebrauchsanleitung für alle Menschen, die gerne Tatort und andere Krimis oder Serien sehen. Man sieht sehr schnell, wo die Fehler sind. Wir werden es nachlesen im neuen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Vorbeischauen. Auf Wiedersehen.